So, so. Du hast dich also entschieden, bei mir in die Lehre zu gehen, um die große Kunst des After Effects zu erlernen. Dann sei dir gewiss, der Weg ist lang und steinig. Doch am Ende warten auf dich unbegrenzte Möglichkeiten und große Macht. Hallo und herzlich willkommen bei den Guru Lessons, dem Einsteigerkurs für After Effects von marmoworld.com. Mein Name ist Matthias und ich zeige dir in diesem Kurs Stück für Stück die Grundlagen von After Effects. Grundlagen bedeutet allerdings nicht, dass die ganze Sache langweilig werden soll. Ganz im Gegenteil, bereits in dieser ersten Lektion erstellen wir zum Beispiel diesen coolen Guru-Clip, den du gerade gesehen hast. Dazu zeige ich dir zuerst, wie du in After Effects neue Clips importierst und die Komposition erzeugst, in der wir danach arbeiten. Danach lernst du, wie du mit Ebenen arbeitest, also zum Beispiel Ebenen positionierst, skalierst oder verschiebst. Danach behandeln wir die Füllmethoden oder Blending Modes, die wir benutzen, um das lodernde Feuer in den Clip zu integrieren. Ganz am Ende lernst du dann noch, wie du das fertige Video entweder direkt aus After Effects oder auch mit Hilfe des Adobe Media Encoders exportieren kannst. Doch nun geht es los mit dem ersten Teil, dem Importieren der Clips. So, hier sind wir jetzt also in After Effects. So sieht das Ganze aus, wenn man das Programm gestartet hat. Ich habe hier CS4, aber ihr könnt das genauso auch mit zum Beispiel CS3 oder CS5 machen. Dieser Startbildschirm hier, das ist nur so ein Tipp des Tages, den können wir jetzt einfach mal hier schließen. Man kann ja auch ansonsten die letzten Projekte, die man so bearbeitet hat, direkt öffnen, aber wir wollen jetzt ein neues Projekt, deswegen schließen wir das einfach. Und so sieht jetzt die Oberfläche hier aus. Die kann bei euch ein bisschen anders aussehen, kann vielleicht auch im ersten Moment so ein bisschen Angst machen oder so, weil es hier irgendwie 1000 verschiedene Fenster gibt, ja, die alle jede Menge Knöpfe und Funktionen haben und so. Wichtig ist am Anfang erstmal alle diese kleinen Fensterchen zu vergessen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist erstmal hier dieses Projektfenster. Das kann bei euch auch an einer anderen Stelle sein. Ja, man kann die hier verschieben, kann die hier an dieser Ecke anpacken und zum Beispiel sagen, ich möchte das jetzt hier an diese Seite packen oder so. Hier sehen wir, die orientieren sich jetzt alle um, oder ich kann die jetzt nochmal hier zurückschieben. Jetzt machen wir das hier nochmal richtig. Also, es kann sein, dass euer Arbeitsplatz hier etwas anders aussieht. Wenn ihr ein Fenster wie dieses Projektfenster zum Beispiel nicht findet, hier unter Fenster könnt ihr euch die alle immer wiederholen. Ja? In dieses Projekt müssen wir jetzt erstmal die Dateien reinkriegen, die wir bearbeiten wollen. Also das Projektfenster ist mehr so eine Art Sammlung von allen Videoclips, Bildern und was man so braucht, aus denen wir das Projekt dann zusammensetzen wollen. Und in unserem Fall ist das jetzt so, dass wir diesen Guru-Clip, den ihr eben gesehen habt, aus den folgenden drei Elementen zusammensetzen wollen. Hier ist erstmal ein Clip mit diesem Feuer, wobei das Feuer hier vor einem schwarzen Hintergrund ist. Dann haben wir schon eine fertige Aufnahme von diesem Guru selber ohne das Feuer. Und dann haben wir hier noch so ein Bild, das ist also kein Videoclip, sondern ein einfaches TIFF-Bild von so ein paar Felsen im Vordergrund. Und das sind diese Felsen oder Steine, auf denen das Feuer nachher brennt. Und da ist dieser weiße Teil hier schon transparent gemacht. So, die müssen wir jetzt in das Projekt erstmal importieren. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann im Projektfenster hier rechter Mausklick machen. Und das ist etwas, was sich generell in After Effects an vielen verschiedenen Situationen immer wieder zeigt. Mit rechter Mausklick kann man sehr viele Funktionen direkt starten. Und da kann ich dann hier also in dieses Fenster rechter Mausklick, dann kriege ich dieses Menü und kann auf Importieren gehen und dann Datei. Und dann kann ich die Dateien auswählen. Ich kann auch hier im Menü einfach auf Datei gehen und dann Importieren und dann Datei. Eine dritte Möglichkeit, neue Elemente in das Projekt zu importieren, ist die, ist eigentlich sehr bequem, dass ich die einfach hier im Explorer oder bei macOS im Finder auswähle und dann hier rüberziehe. Ja, sieht man dieses Plus-Symbol, also per Drag and Drop kann ich die direkt hier einfügen. Und jetzt habe ich diese drei Dateien hier in meinem Projekt drin. Die kann ich jetzt auch umbenennen erstmal. Ja, also zum Beispiel diesen Arc Ripper Move, diese Datei könnte ich jetzt zum Beispiel mal, ich kann da einfach selektieren und Return drücken
Und dann kann ich die hier umbenennen in zum Beispiel Feuer, Return. Jetzt wähle ich das hier aus, drücke nochmal die Return-Taste und nenne das dann zum Beispiel Guru Video. Und dieses Ding benenne ich auch um, Return in Felsen zum Beispiel. Ja? Wenn man was in After Effects umbenennen will, selektieren, Return drücken, umbenennen. So, jetzt wollen wir die ja zu einem Video vereinigen sozusagen. Das heißt, was wir hier brauchen, kriegen wir über Rechtsklick wieder, nämlich eine neue Komposition. Ja, also eine Komposition ist sowas wie ein Schnittfenster, in dem ich jetzt diese, oder eine Zeitleiste, in der ich die jetzt zu meinem Videoclip zusammensetzen kann. Kann ich hier also nochmal rechter Mausklick, neue Komposition und dann kann ich hier den Namen dieser Komposition eingeben, zum Beispiel meine Komposition. Und dann muss ich mich entscheiden, ja, wie breit ist die denn, wie viele Pixel, wie hoch ist die denn, wie viele Bilder pro Sekunde und wie viele Bilder insgesamt. Also die Länge ist ja auch schon fix, das ist anders als bei den meisten Schnittprogrammen. Da kann man ja irgendwie, hat man ein Schnittfenster, was sich beliebig verlängert, so wie man es braucht. Hier muss man die Dauer immer am Anfang schon mit angeben. Kann man allerdings nachher auch ändern, nur man muss es halt festlegen. Gibt es hier so verschiedene Vorgaben auch. Also wenn ich weiß, naja, ich habe hier zum Beispiel PAL-DV Widescreen-Videos, dann kann ich das einfach auswählen und dann wählt er mir hier die richtige Anzahl von Pixeln. Insgesamt ist das relativ umständlich, mit hier die genauen Größen immer anzugeben. Und es gibt einen bequemeren Weg dafür, deswegen gehe ich hier jetzt mal, oder machen wir das ruhig mal, meine Komposition PAL nennen wir die jetzt mal. Okay, jetzt habe ich hier meine Komposition PAL in meinem Projektfenster drin. Die passt jetzt leider nicht ganz zu meinem Clip. Ja, weil mein Clip, wenn man das hier anguckt, dieses Guru-Video, ist 1050 mal 576 Pixel groß. Und meine Komposition ist nur 720 mal 576 Pixel groß. Die ist also viel zu klein. Und wenn ich jetzt zu so einem Videoclip eine Komposition erzeugen will, die genau passt, dann kann ich das einfach auf dieses Symbol hier draufziehen. Ja, ich lasse das mal nochmal erstmal. Und, ups, was ist hier mit meiner Darstellung los? Wenn ich mir diesen Knopf hier angucke, hier steht eine neue Komposition erstellen. Ja, wenn ich da drauf klicke, kriege ich wieder diesen Dialog, wo ich meine Komposition erzeugen kann. Ich breche jetzt mal ab und sage, na, ich will jetzt eine, die genau zu diesem Video passt, also 1050 mal 576 Pixel breit ist, 25 Bilder pro Sekunde hat und auch genau die Länge von diesem Clip. Dann nehme ich das und ziehe das jetzt hier drauf. Und jetzt habe ich neben dieser alten Komposition hier noch eine neue Komposition, Guru Video 2. Die könnten wir jetzt dann auch nochmal umbenennen durch Return und nennen die jetzt Guru Komposition. Und was sich jetzt verändert hat, ist, dass wir sehen, hier sehen wir jetzt eine Vorschau von diesem Clip und hier unten in diesem Zeitfenster ist auch irgendwie was los. Ja? Also das sind eigentlich diese Haupt drei Fenster, mit denen wir jetzt arbeiten. Das Projektfenster, in dem wir alle Elemente sehen, die wir bearbeiten möchten, also alle unsere Videoclips und Bilddateien. Hier sehen wir eine Vorschau vom Video, eine Vorschau von dem Video und hier unten haben wir so unser Zeitfenster, wo wir durchscrollen und entsprechend passt sich dieses Video hier auch an. Diese zweite Komposition hier, wenn wir da jetzt nochmal draufklicken, dann wird das hier schwarz, ja, weil wir haben ja eine, das war eine leere Komposition, da hatten wir noch keinen Clip drin. Und auch hier unten kann man zwischen diesen einzelnen Kompositionen jetzt hin und her schalten. Gut, diese meine Komposition PAL war ja nur ein Test, die lösche ich dann an dieser Stelle jetzt. Und jetzt sehen wir uns dann an, wie wir diese verschiedenen Elemente hier in der Zeitleiste kombinieren können. Okay, jetzt haben wir ja hier in unserer Komposition bisher nur dieses eine Video drin, ja, nur dieses Hintergrundvideo mit dem Guru. Und jetzt müssen wir zusätzlich noch auch das Feuer und die Felsen da reinkriegen. Wie wir das machen können, ist, dass wir das Feuer zum Beispiel hier nehmen, gedrückt halten und hier reinziehen. Ja, also mit gedrückter Maustaste einfach hier reinziehen und loslassen. Wir können uns jetzt überlegen, ob wir es hier oberhalb oder unterhalb von dem anderen Video einfügen. Ich füge das jetzt hier mal oberhalb ein und dann sehen wir, dann erscheint das hier. Ja, wenn wir jetzt hier durch die Zeitleiste durchgehen, sehen wir, wie das Video hier abspielt sozusagen. Und wenn wir es dahinter schieben, ist es verschwunden, weil nur das Guru-Video oben drüber liegt und so rum ist es wieder davor und schön sichtbar. Genauso können wir jetzt auch diese Felsen nehmen und hier reinziehen.
Alternativ können wir sie auch mit gedrückter Maustaste hier rein tun und dann können wir direkt sie so positionieren, wie wir sie haben wollen. Ja? Zum Beispiel an dieser Stelle. Jetzt lasse ich sie los und jetzt haben wir hier unsere Felsen und können die hier hin und her schieben und dahin tun, wo wir es wollen. Genauso können wir jetzt hier auch wieder diese andere Ebene anwählen und auch verschieben. Ja? Also man kann einfach durch Anklicken der Ebenen sie hier verschieben. Wir sehen auch, dass hier unten immer die entsprechende Ebene mit angewählt wird. Ja? Also wenn ich hier zum Beispiel auf die Feuerebene klicke, ist hier die Feuerebene auch selektiert. So, wenn wir die jetzt noch präziser positionieren wollen, als wir das hier können, dann können wir hier auf dieses Dreieck klicken und dann haben wir hier Transformationseigenschaften, ja, transformieren von der Ebene. Und wenn wir die nochmal aufmachen, sehen wir, da gehört zum Beispiel die Position dazu. Die können wir hier verändern, indem wir hier draufklicken, das gedrückt halten und dann hin und her ziehen. Ja, das ist sehr praktisch. Einfach draufdrücken, gedrückt halten und hin und her ziehen. Man kann auch einmal draufklicken und dann hier die Zahl manuell einstellen über die Tastatur. Man sieht auch, wenn ich das hier verschiebe, dann ändern sich unten diese Zahlen automatisch mit. Es ist nur eine andere Art, das Gleiche zu tun. Man kann jetzt hier noch viel mehr kontrollieren als die Position, nämlich hier auch die Skalierung. Ja, man kann die Skalierung sogar unter 0% machen. Schwupps, dann flippt das Ganze auf einmal rum und steht auf dem Kopf. Ja. Und man kann hier auch drehen und man kann die Deckkraft ändern, also Transparenz, ja, einfügen. So, aber das stellen wir jetzt nochmal auf 100 zurück. Hier die Drehung wieder auf 0. Und jetzt könnten wir das Ganze hier entsprechend positionieren. In der Zeit wollen wir das Ganze auch noch anpassen können. Man sieht hier zum Beispiel, am Anfang des Videoclips steht hier Detonation Films und so eine kurze Vorschau, wie das Ganze aussieht. Wenn ich jetzt hier ein paar Frames weitergehe, sieht man hier kurz danach, hier fängt eigentlich jetzt das richtige Video an. Ja, das hier ist so ein bisschen gefrickelt, weil das hier alles sehr dicht ist. Ich kann hier näher reinzoomen in die ganze Geschichte. So zum Beispiel. Und jetzt sehe ich, okay, hier am Anfang steht erstmal Detonation Films und hier fängt eigentlich jetzt das richtige Video an. Wenn ich das da vorne dran jetzt loswerden will, kann ich mit dieser Ebene hier selektiert, also hier mal draufklicken, diesen Anfangspunkt anfassen und schiebe den hier einfach jetzt zurück nach hier. Und jetzt haben wir hier vorne dran keine Feuerebene mehr. Ja, jetzt fängt die erst an dieser Stelle hier an. Und genauso können wir jetzt das Ende kürzen. Dazu zoome ich hier jetzt nochmal raus an diesem Schieberegler. Und fahre jetzt hier weiter nach hinten. Hier sehen wir das Feuer jetzt brennen. Und hier verschwindet das Feuer. Und was dahinter kommt, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Deswegen nehmen wir hier das Ende und packen das auch so an. So. Und jetzt haben wir wirklich nur den Teil, den wir brauchen. Ja. Hier einmal dieses Feuer entstehen. Jetzt entsteht das Feuer hier noch so von links nach rechts. So, und im fertigen Clip ist es so, dass es nachher von der anderen Seite kommen soll. Das kann ich dann über diesen Flip-Trick hier machen, dass ich über die Skalierung, dass ich da unter 0% gehe. Ich will jetzt nicht in beide Richtungen flippen. Ja, es soll ja nicht auf dem Kopf stehen, sondern ich will jetzt zum Beispiel in die eine Richtung hier ungefähr 80% haben und in die andere Richtung, in die X-Richtung, will ich was anderes haben. Deswegen deaktiviere ich dieses Ding hier und jetzt kann ich die unabhängig voneinander regeln. Ja, jetzt kann ich hier nur die X-Skalierung regeln und die stelle ich jetzt dann statt auf 80% ungefähr auf ja, ungefähr minus 80%. Und dadurch brennt das Ganze jetzt auf einmal hier von rechts nach links und nicht von links nach rechts. Okay, das ist jetzt also die grundlegende Idee, wie man hier solche Sachen positionieren und skalieren und so weiter kann. Dazu vielleicht noch kurz ein paar Tastaturkürzel. Diese Eigenschaften hier könnt ihr leicht bekommen, ohne hier immer diese Dreiecke für die einzelnen Ebenen aufzumachen und so, indem ihr einfach für Ankerpunkt A, für Position P, für Skalierung S, für Drehung nicht D, sondern R wie Rotation und für Deckkraft T wie Transparenz drückt. Ja? Also zum Beispiel T gibt mir sofort nur die Transparenz, Deckkraft, R nur die Rotation, Drehung, P nur die Position und A zum Beispiel nur den Ankerpunkt. Über Ankerpunkt haben wir jetzt noch nichts gesagt bisher. Ankerpunkt ist einfach dieser Punkt hier in der Mitte, um den sich die Ebene dreht. Ja? Also wenn ich jetzt hier drehe, seht ihr, das Ganze dreht sich um diesen Mittelpunkt. Wenn ich jetzt nicht um die Mitte drehen will, sondern um irgendeinen anderen Punkt, kann ich den Ankerpunkt zum Beispiel nach hier verschieben. Und wenn ich jetzt drehe, dreht er sich da drum. Ja?
stelle das nochmal auf 0 zurück und positioniere das Ganze jetzt hier nochmal richtig da, wo ich es haben will, ungefähr. So. Wo wir gerade schon bei Tastaturkürzeln sind, eine andere ganz sehr praktische Tastaturkürzel ist einfach Leertaste. Wenn ich Leertaste drücke, dann kriege ich hier diese Hand und dann kann ich hier mein Bild hin und her schieben. Das ist besonders praktisch, wenn ich später auch zoomen will. Und dazu kann ich das Scrollrad von meiner Maus benutzen. Ja, ich scrolle jetzt hier mit dem Rad von meiner Maus und kann dann hier reinscrollen, jetzt mit der Leertaste zum Beispiel in dieses Handsymbol umwandeln und hier entlang schieben. Also Leertaste für diese Hand, Scrollrad zum Scrollen. Damit kann ich dann schon sehr gut hier in diesem Fenster navigieren. Alternativ könnt ihr auch hier euch das Handwerkzeug explizit holen, ganz ohne Tastaturkürzel und auch hier irgendwie auf einen Bereich reinzoomen, wenn ihr das möchtet. Aber ich bleibe eigentlich immer hier bei dem Standardwerkzeug, benutze hierfür die Leertaste und hierfür das Scrollrad zum Scrollen. Ich stelle hier nochmal auf bis zu 100% vergrößern, sodass wir das ganze Bild noch einmal sehen. Okay, was ihr euch an dieser Stelle jetzt vielleicht langsam mal fragt, ist, wie kann ich denn einmal eine Vorschau von meinem bisherigen Projekt sehen, was ich bisher so getan habe? Ja? Weil bisher habe ich ja immer nur hier so diesen Schieberegler angepackt, um mir das Ganze so ungefähr anzusehen, wie es aussieht, aber ich habe nie richtig den Film abgespielt. Ihr seht hier diese Vorschau-Knöpfe, ja? Die scheinen genau das Richtige dafür zu sein. Ich kann hier abspielen, Pause klicken. Ich probiere das einfach mal und klicke mal hier drauf. Und ihr seht auch, dass ihr das Ganze jetzt tatsächlich hier abspielt. Das Problem ist, sobald eure Projekte etwas komplexer werden, wird After Effects das nicht mehr schaffen, das hier so in Echtzeit abzuspielen, sodass ihr nicht mehr jederzeit hier einfach Play und Pause, also hier auf diesen Knöpfen drücken könnt, um zu sehen, wie das Ganze aussieht, weil ihr dann zum Beispiel nicht flüssig spielt, sondern nur noch in ein Zehntel der Originalgeschwindigkeit oder so. Was man dafür später braucht, ist dann hier dieser Arbeitsbereich. Ja, da kann ich hier diesen Anfangs- und Endpunkt für setzen. Also angenommen, mich interessiert genau hier dieser Teil des Videos. So zum Beispiel hier, wo das Feuer endet. Dann kann ich hier diesen Arbeitsbereich da drum setzen und dann klicke ich hier drauf. Und dann wird zuerst für diesen kompletten Bereich eine Vorschau berechnet und dann wird mir diese Vorschau angezeigt. Wenn für einen Bereich schon eine Vorschau berechnet wurde, dann ist der grün. Also das heißt sozusagen, diesen Bereich hier können wir uns jetzt schon sofort anschauen. Wenn wir diesen Bereich uns anschauen wollen, dann muss dieser Bereich hier noch vorberechnet werden, wo das Grün noch fehlt. Ja? Also RAM-Vorschau ist die Art in After Effects immer schon mal zwischendurch das Video zu kontrollieren. Ich klicke da jetzt mal drauf und jetzt sehen wir, jetzt wird erstmal dieses Grün hier gefüllt. Und dann spielt er diesen Bereich, den man sich ausgewählt hat, also mit Ton und allem drum und dran, fertig ab. Ja? Also hier Arbeitsbereich um den entsprechenden Teil setzen, dann das ganze Grün rechnen lassen und danach wird es dann abgespielt mit Ton und allem drum und dran. So. Jetzt ist das nächste Problem, was wir haben, natürlich, dass wir von diesem Schwarz hier, also das Schwarz von diesem Feuer loswerden wollen. Und das können wir machen. Entweder man könnte jetzt auf die Idee kommen, hier irgendwelche Effekte anzuwenden, die das Schwarz irgendwie in Transparenz umwandeln oder so. Aber es geht viel einfacher. Und zwar können wir den Blending Mode, nennt sich das im Englischen, und im Deutschen nennt sich das hier auch Modus oder Füllmethoden. Und bei den Füllmethoden ist es so, dass man sagen kann, naja, ich habe nicht nur die Möglichkeit, ein Video hier einfach über ein anderes drüber zu legen, sondern ich kann das mit den Videos dahinter auf verschiedenste Arten kombinieren. Und da kann ich jetzt hier statt normal verschiedenste Sachen auswählen, zum Beispiel, ich sag mal, weiches Licht. Aha, jetzt sieht es schon irgendwie anders aus, jetzt ist das hier so ein bisschen überblendet. Oder ich kann strahlendes Licht, sieht nochmal ganz anders aus. Oder hellere Farbe. Oh, hellere Farbe sieht eigentlich schon ziemlich cool aus. Ja, das Schwarz ist irgendwie weitgehend verschwunden. Kann ich jetzt nochmal hier durchgucken, ob das generell gut aussieht. Da ist zum Beispiel so, an dieser Stelle sollte eigentlich diese Figur von dem Rauch mehr verdeckt sein. Ja, und hier sieht es auch irgendwie so aus, als wäre das irgendwie so ein bisschen fehlerhaft. Hier dieser Rauch ist irgendwie hinter dem Hintergrund. Also hellere Farbe ist auch nicht das Richtige. Man kann jetzt alle diese verschiedenen Varianten hier durchprobieren. Dafür gibt es auch wieder eine schöne Tastaturkürzel. Und zwar kann man die
Shift-Taste, also die Umschalt-Taste, die Großschreiben-Taste gedrückt halten und dann Plus oder Minus auf der Tastatur drücken. Und zwar nicht die auf dem Nummern-Ziffern-Block, sondern die neben den Buchstabentasten auf der Tastatur. Und dann kann ich mit diesem Plus und Minus durch die einzelnen Modi, man sieht hier also, es ändert sich ständig, wenn ich Plus oder Minus drücke, hier durchlaufen und den Modus raussuchen, der gut aussieht. Und naja, damit könnt ihr gerne ein bisschen rumspielen. Ich habe festgestellt, dass hier Addieren sehr gut funktioniert. Ja, Feuer leuchtet noch schön, ist aber auch, der ganze Rauch bleibt gut erhalten. Das ist generell was, dieser Addieren-Modus funktioniert gut, wenn ihr irgendwas vor schwarzem Hintergrund habt. Feuer, eine Explosion, sonst irgendwas. Auf den Hintergrund addieren heißt so viel wie, schwarze Pixel haben wir den Farbwert 0, da addiert sich nichts. Also irgendwas plus 0, 7 plus 0 bleibt 7, 500 plus 0 bleibt 500 und so weiter. Und also der Schwarz verschwindet sozusagen und alles andere wird aufgehellt. Und genau das ist das, was wir hier brauchen. So, das sieht jetzt also insgesamt schon ziemlich cool aus. Jetzt müssen wir nur noch mal unsere verschiedenen Elemente richtig positionieren. Ich packe jetzt noch mal die Felsen an. Wir erinnern uns an die Tastaturkürzel P für Position. Und jetzt schiebe ich die hier so ein bisschen rüber, so dass sie gut aussehen, hier so in den Vordergrund. Und jetzt selektiere ich die Feuerebene, nochmal P für Position und schiebe die jetzt hier genau drauf. Wir sehen jetzt, oh, jetzt ist das Feuer hinter den Felsen. Wir wollen aber, dass es auf den Felsen brennt, deswegen schieben wir es hier nach oben. So, und das Letzte, was jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist das Feuer an den richtigen Zeitpunkt zu schieben. Ja, weil im Moment ist es ja ganz hier am Anfang, wo der Guru hier noch am Reden ist. Das wollen wir natürlich nicht, sondern es soll hier am Ende, in dem Moment, wo der Guru hier diese Handbewegung macht, ja, also an dieser Stelle soll es anfangen, dann packen wir jetzt diese Ebene nicht am Anfang oder am Ende, wie gesagt, da können wir es kürzen, sondern irgendwo in der Mitte an, halten die Maustaste gedrückt und schieben das Ganze einfach so rüber. Und ich schiebe es jetzt so rüber, dass halt an dieser Stelle hier das Feuer anfängt. So, und davon gucken wir uns jetzt mal eine RAM-Vorschau an, indem wir diesen Bereich hier, also den Arbeitsbereich hier rüberschieben und hier draufklicken. Und jetzt wird das hier so langsam berechnet und wenn das Grün voll ist, dann sehen wir das fertige Resultat. Doch am Ende warten auf dich unbegrenzte Möglichkeiten und große Macht. Okay, das sieht ja insgesamt jetzt schon super gut aus und das Letzte, was wir jetzt eigentlich noch wissen müssen, ist, wie kriegen wir jetzt unser fertiges Video exportiert? Ja, also normalerweise höre ich bei meinen Tutorials immer an dieser Stelle auf, der Effekt ist gezeigt und wunderbar, aber da das jetzt das Erste ist, müsst ihr natürlich auch wissen, naja, wie exportiere ich denn hier jetzt ein Video? Und das kann man machen, indem man hier die Komposition auswählt und dann hier auf Komposition an die Renderliste anfügen geht. Also das heißt, man kann das hier nicht direkt exportieren, sondern man fügt es erstmal in diese Liste ein. Das ist ganz praktisch, wenn man jetzt irgendwie 10 verschiedene Kompositionen hat, kann man die alle an diese Liste anfügen und dann einmal nachher rendern klicken und dann werden die alle gerechnet. Das ist wie so eine Art Warteschlange also. Bevor wir das machen, setzen wir hier den Arbeitsbereich noch auf die ganze Kompositionslänge, weil in der Regel nur der Arbeitsbereich gerendert wird. Also das heißt, dass nur ein Video für den Arbeitsbereich exportiert wird. Jetzt gehe ich also auf Komposition, an die Renderliste anfügen. Und was wir jetzt hier unten haben, ist neben unserer Komposition eben unsere Renderliste. Und in der Renderliste ist hier jetzt nur ein Eintrag drin, nämlich dieses Guru-Video. Und was man da einstellen kann, sind erstmal die Rendereinstellungen. Das ist sozusagen die Qualität. Das kann man eigentlich immer auf optimale Einstellungen lassen. Und dann das Ausgabemodul, das sagt, welchen Videocodec wir benutzen wollen und was für eine Art von Video wir nachher haben wollen. Da hat man jetzt unterschiedlichste Möglichkeiten, das zu exportieren. Kann hier zum Beispiel animierte GIFs exportieren, lossless AVI-Videos und so weiter. Bei neueren Versionen von After Effects gibt es da nochmal deutlich mehr. Man kann hier so einfach einen von diesen Presets hier auswählen. Man kann stattdessen auch, okay, was heißt denn überhaupt verlustfrei? Das heißt hier zum Beispiel Video für Windows, Videocodec. Da kann ich jetzt alles mögliche andere machen, ein MPEG, eine PNG-Sequenz, was weiß ich alles.
Ich exportiere sehr gern erstmal in TIFF-Sequenzen. Das sind Einzelbildsequenzen. Man kriegt also nicht einen Videoclip, sondern einfach nur eine Reihe von Einzelbildern. Das ist deswegen sehr praktisch, weil wenn ich nachher einen Teil meines Clips nochmal verändern möchte, muss ich nicht alles nochmal neu exportieren, sondern muss nur die TIFF-Bilder exportieren, die neu exportieren, die ich verändert habe. Ja? Also ganz praktisches Beispiel, wenn ich jetzt hier diesen kompletten Guru-Clip hier zusammenmontiert habe und passe nachher irgendwas hier hinten am Feuer noch an, weil ich es noch irgendwie ein bisschen cooler machen konnte, dann kann ich nachher einfach den Arbeitsbereich hier draufsetzen, nur auf das Feuer, und rechne nur den Teil nochmal neu und alle Bilder am Anfang bleiben unverändert. Ja, wenn ich das Ganze wirklich als Einzelbilder speichere, dann ist das von daher sehr praktisch. Ganz am Ende, wenn man fertig mit seinem Projekt, kann man dann diese Einzelbilder zum Beispiel in Premiere laden oder so und sagen, und jetzt machen wir da ein QuickTime draus oder ein H264-Video, was ich ins Internet laden kann oder sonst irgendwas. Aber, wie gesagt, also ich stelle hier jetzt zum Beispiel mal ein, bei verlustfrei, wir wollen kein Video für Windows AVI haben, sondern eine TIFF-Sequenz. Und dann kann ich hier noch Formatoptionen, alles Mögliche einstellen, brauche ich aber in der Regel nicht. Hier klicke ich jetzt noch an, wo das hingespeichert werden soll. Ja, Guru-Komposition hier, das wird nachher durch die einzelnen Bildnummern ersetzt. Machen wir hier mal einen neuen Ordner und nennen das mal finale TIFFs. Klicke ich auf Speichern und jetzt klicken wir auf Rendern. Und jetzt ist er hier am Arbeiten, macht nur unseren Arbeitsbereich, ja, weil wir den ja eben so selektiert haben. Okay, jetzt ist das Ganze fertig gerendert und wenn wir uns diesen Ordner jetzt mal hier im Windows Explorer angucken, dann sehen wir haben ja jede Menge Einzelbilder wirklich, ja, für jeden einzelnen Frame ein Einzelbild. Und wie gesagt, das ist praktisch, weil man, wenn man später irgendwas ersetzt hat oder so, irgendwas nochmal verbessert hat, braucht man nur für den Teil die Einzelbilder verändern und wie gesagt, sowas kann man wunderbar nachher in Premiere laden. Okay, aber das ist jetzt nur der eine Weg, solche Videos zu exportieren. Der zweite ist über den Adobe Media Encoder, den ich jetzt mal starte. Ich nehme hier den Media Encoder für CS4, um hier passend zu bleiben. Was ich in dem Media Encoder machen kann, ist, dass ich sage, Datei, Adobe After Effects Komposition hinzufügen. Ja? Dazu muss ich also mein Tutorial gespeichert haben vorher, mein Projekt, also mein, in dem Fall ist es ja kein Tutorial, sondern eure Guru-Lektion zum Beispiel gespeichert haben und wähle dann das entsprechende AE-Projekt aus. Ja, also zum Beispiel hier, das ist das letzte Projekt, was ich hier gespeichert habe davon. Und jetzt sehen wir, naja, in diesem Projekt gibt es jetzt eben diese Guru-Komposition. Ja, hier die After Effects-Komposition, die wir angelegt haben. Jetzt sage ich okay. Und jetzt kann ich hier ein beliebiges Format auswählen, wie ich das in dem Adobe Media Encoder speichern, exportieren möchte. Ja? Also ich kann das hier zum Beispiel als H264-Video exportieren, wähle dann hier meine Vorgabe, welche Auflösung das haben soll und so weiter. Und hier gebe ich den Dateinamen an, in den das gespeichert werden soll. Wenn ihr also mit dem Adobe Media Encoder schon gearbeitet habt, mit Premiere zum Beispiel, geht ganz genauso. In After Effects, also euer After Effects Projekt speichern und dann unter Datei After Effects Komposition hinzufügen, einstellen, in welches Format ihr exportieren wollt. Am Ende dann Warteschlange starten und dann fängt der Media Encoder an, das Video zu berechnen. Okay, das war auch schon die erste Lektion von den Guru-Lektionen und ich hoffe, dass es euch einen möglichst einfachen und unterhaltsamen Einstieg in After Effects geboten hat und dass ihr auch beim zweiten Teil wieder dabei seid.